Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Ich bin Klüm und ihr seht schon, diese Folge ist länger als die anderen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn es sollen demnächst viele coole neue Projekte starten auf meinem Kanal und Child of Light dauert noch recht lange und deswegen habe ich mich einfach entschieden, dass ich die Child of Light Folgen einfach eine Stunde lang mache jeweils, ja. Es kommen dann auch nicht mehr drei Child of Light Folgen in der Woche. Ich kämpfe einfach mal gegen den so ein bisschen, während ich hier rede. Es kommen nicht mehr drei Child of Light Folgen in der Woche, sondern nur noch zwei. Dafür sind die, oder eine, dafür ist die jeweils eine Stunde lang. Sprich, ich habe mehr Platz auf meinem Kanal für andere Videos. Die Leute, die Child of Light immer noch gerne sehen, die können das ja einfach gucken. Mensch, super einfach. Ja, die können es einfach gucken. So, und wenn euch eine Stunde zu lang ist, dann hört ihr halt zwischendrin auf und guckt wann anders weiter. Gott sei Dank ist Child of Light ja, Gott sei Dank hat YouTube ja das Feature, dass es sich merkt, wo ihr aufgehört habt zu gucken. Und, Achso, sie ist Feuerangriff, ne? Das ist natürlich hier in der Feuerhöhle ein bisschen blöd, wenn sie Feuerangriffe hat. Deswegen solltet ihr immer versorgt sein mit Child of Light und wir werden Child of Light in weniger Parts durchkriegen als sonst, weil sonst hätten wir noch irgendwie, keine Ahnung, vier, so 20, 30, 40 Parts hätten wir bestimmt noch gebraucht für Child of Light. So brauchen wir jetzt nur noch 5, 6 oder 7 und das passt besser, denn ich fliege ja auch bald nach Tokio und ich möchte Child of Light gern fertig haben, bevor ich nach Tokio fliege. Und ich wechsle ganz kurz mal die liebe Rubella aus zu Nora. Ja. Ja, ja, das will ich machen. Und dann greift ihr an. Ja, so haben alle was davon. Ihr habt Child of Light Folgen. Und ich kann Projekte starten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass Child of Light immer noch nicht zu Ende ist. Das war der Plan dahinter. Und jetzt wirst du schon wieder unterbrochen, du Sack. Haha, Noob. Learn to play. Finding learn to play bei einem NPC so. Okay. 5 feuerresistent. Ja, Aurora ist dann auch nicht die beste Wahl, ne, wenn sie... Tatsächlich ist Aurora gar keine gute Wahl, wenn wir hier gerade kämpfen. Nehmen wir doch lieber Finn. Ja, Nora und Finn ist eigentlich eine echt gute Kombi. Weil Finn halt alle Elemente beherrscht. Zumindest mehr Elemente als alle anderen. Und sie ist halt Wasser. Durch die Okuli, die wir ihr gegeben haben. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Ich hätte stehen bleiben müssen, um wirklich gut zu sprechen. Weil gleichzeitig spielen und reden... Also gleichzeitig spielen und was reden, was ein bisschen Sinn hat, ist schwierig. Und ein starker Zaubertrank, okay. Ah, Finn hat ihn kennengelernt. Wusste ja nicht, dass so lustige Geschöpfe unter den Tieren von Lemuria existieren. Ha, wie viel muss man dir für deine Pfeife geben? Nix, die verkaufe ich nie im Leben. Direkt schon am Betteln, ey. Blitzschlag alle. Nice. Der hat noch einen, okay. Tempoaufwertung, Zorn der Kapalli. Alter. Alter. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Was hat die liebe Nora denn? Verringert das Tempo einer anvisierten Glyphe. Vier Sekunden lang lähmt. Okay, was haben wir hier noch? Das ist natürlich alles auch schon sehr cool. Aber wir wollten das hier machen, ne? Jo. Okay, da geht's jetzt nicht weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einer der anderen beiden Bäume weitermachen. Machen wir mal den Baum hier unten weiter. Den haben wir noch gar nicht gemacht. So, und dann gehen wir bei Robert. Schauen wir mal, was der alles so kann. Der hat auch eine Antidot-Alle. Ist zwar ganz cool, aber ich würde lieber eine Attacke haben, die alle trifft. Und ich glaube, da ist sicherer Schuss. Ja, der ist mehr so der Crit-Typi. Und was macht sie? Es gab hier auch noch das Licht, das alle trifft, genau. Und was lernt sie? Es gab hier das Heilen, das... das Überrumpeln, das alle trifft, genau. So, schauen wir mal ganz kurz in Okuli rein. Und zwar gehen wir da mal einfach auf Nora. Die hat einen geschliffenen Saphir. Und wir haben noch einen tapetierten Saphir. Zack. Noch einen fassierten, meine ich. Wir könnten sogar einen fetten Saphir herstellen. Für die Höhle ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Dann werden wir den mal ganz kurz entausrüsten. So. Fassierten. Und dann haben wir einen funkelnden. Nice. Warte mal. Nee, das sind Smaragde. 16% stark bei Feuer, schwach bei Blitzen.
Nice, also dann ist sie da schon mal 16% stärker. Das ist schon mal sehr nice. Wir kämpfen auch noch mit. Ja, noch gar keiner einfach. Wir kämpfen auch noch mit Finn. Erhöht die Magie um 6. Das reicht auch schon. Gut, dann geben wir Robert nochmal eben was. Angriff. Gut, was soll Robert an Angriff haben? Vielleicht Erdangriff? Ja, warum? Why not? Oder warte mal, wir sind ja hier. Ja. Ja, komm, machen wir Wasserschaden. Verteidigung, den Feuerwiderstand. Das ist in der Höhle natürlich ultra praktisch, ne? Und hier 4% Max LP. Dann machen wir das mal ganz kurz so. Und bei ihr werden wir auch den Feuerwiderstand. Ah, okay, 15% mehr EP. Das ist natürlich auch schon sehr geil. Okay, machen wir weiter. Aber ihr habt das verstanden, was ich sagen wollte, ne? Ich möchte gerne das Child of Light. Ich möchte Child of Light sehr gerne beenden. Und, beziehungsweise ich möchte das halt auf jeden Fall durchspielen. Wo kommen wir denn hier hin, ey? Weil ich es schade finde, so ein schönes Spiel abbrechen zu müssen, auch wenn es fast nicht geguckt wird auf meinem Kanal, müssen wir mal ehrlich sein. Ich möchte es trotzdem beenden und damit wir aber auch noch andere Projekte starten können, auf die ich sehr viel Bock habe, ist Child of Light jetzt mal eine Stunde lang. Was sagt der Robert denn? Die Kammer! Wir müssen hinein! Aurora! Nein! Bitte helft mir, der Kammer Zauber zu brechen! Oh, und das alles für ein Karriereversprechen! Nein! Ja, meine Zukunft hängt davon ab! Du lügst! Ihr wollt die Wahrheit? Ich tue es für Margaret. Ihr Anblick ist einfach unvergleichlich. Das Haar und die Locken, sie wallen reichlich. Ihre Augen glänzen und ihre Fältchen sind göttlich. Ob seidiges Fell oder die niedliche Pfote, wohin man auch geht, kein Bolmus ist so toll wie Margaret. Erobern wir die Kammer zurück, ernte ich Ruhm und Glück. Eine Beförderung wird man mir gewähren und Margaret mich ein Leben lang verehren. Aha. Welche Kammer denn? Zu meinem und Margarets Glück zerlege ich der Kammerkombination ein Stück. Ah ja. Warum verlässt er jetzt die Gruppe? Rubella in Not? Nee, Robert in Not. Hilf Robert zu öffnen der Kammer. Mächtige Tür. Der Schatz der Bäumlose winkt euch dafür. Der Mechanismus erscheint mir alt, Genossen. Das ist Rambals Lager aus Lemurias Anfangstagen. Gib mir eine Minute Zeit, es ist fest und verschlossen. Bei Rambert, du findest die verschlossene Kombination, würde ich sagen. Naja, das haben wir fast richtig rum eingesammelt. Was macht das? Aha. Okay. Was macht das? Also der die ersten beiden. Und ich wusste, dass der die letzten beiden dreht. Mensch, das war jetzt nicht so schwierig. Eins, zwei. Drei. Yeah. Geschafft, die Tür steht offen. Gar nicht schlecht für eine Nadel. Hä? Zugeben, ich muss so schnell hinein. Mein Held ohne Flügel und Tadel. Also, das war jetzt wirklich nicht schwierig, ne? Der Populi-Schatz ist zurückgewonnen. Jetzt wird Margarets Herz im Sturm genommen. Auf das die Rubel wieder rollt. Oh, sieh nur, all das Gold. Ignatius, lass ab, das ist nicht unser Sold. Aber die tun. Und er ist wieder in der Gruppe. Ne? Aufgabe erfüllt. Robert in Not. Tut mir leid, aber das ist einfach zu lustig. Okay, wir gucken uns. Alter, wie viel Gold? Das ist 3 Smaragde. Ein Tourmalin. Ein Feen-Necktüdel. Und Wiederbelebungsshit. Und hier gehen wir wieder raus. Warte mal, ich gehe mal wieder rein, weil ich will wissen, ob da wirklich nichts mehr ist. Weil das ist halt der Schatz der Typis. Wir sind noch gar nicht geflogen hier drin. Also es ist halt echt viel Kohle, ne? Könnte ich gebrauchen. Egal, wir gehen wieder raus und schauen uns draußen noch mal ein bisschen um. Denn wir haben ja immer noch die Spinnen, die hier rumspinnen. Möchtest du vielleicht mal den Bildschirm etwas weiter nach rechts verschieben? Nein? Okay. Ach ja, sehr gut. Eine Spinne, eine Spider. I. I, sage ich I. Okay, auf geht's zur nächsten Spinne. Die sind schwierig.
Wie machen wir das? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Welche Spinne ist first? Die Spinne ist first. Die hatten immer noch keinen wirklichen Blitzschlag alle. Probieren wir das mal aus. Und du gehst einfach mal auf den hier drauf. Umgeschnitzelt. So, 100 Schaden. Blitzschlag alle. Wie viel Schaden machst du denn genau? 20, Alter. Das ist nicht der Rede wert. Sie macht 100 Schaden. Ich glaube, es wird dann... Wäre dann sogar... Sie macht tatsächlich echt 100 Schaden. Und sie versteinert dann auch noch dabei, ne? Also das ist schon echt gut. Gut, dann werde ich dich auswechseln. Gegen Robert nicht. Gegen Rubella, ich weiß nicht, sie kann heilen. Aber sie ist jetzt auch nicht so stark, ne? Aurora ist recht stark. Kann aber nicht wirklich heilen. Packen wir mal Rubella raus. Einfach, weil sie heilen kann. Ich glaube, das ist schon die sichere Wahl. Und sie unterbricht die auch ganz gerne mit ihrer Fähigkeit. Ja, greifen wir die obere Spinne an, damit die unterbrochen. Oh shit, die ist nicht. Ich habe vergessen, die zu unterbrechen. Und jetzt haben wir auch noch das verkackt. Ja, gut. Greifen wir die Spinne an und unterbrechen die aber dieses Mal. So. 96 Schaden. Die macht schon ganz schön ordentlich, ne? Vielleicht soll ich uns alle verschnellern. Haben wir denn sowas hier? Einlullen alle. Beschleunigen alle. Also ich werde erstmal alle Gegner einlullen. Hoffentlich wird die jetzt nicht angegriffen. Und ich hätte verteidigen sollen, oder? Ah, ne. Rubella wird angegriffen. Gut, gut, gut. Greift bitte auch noch Rubella an. Ja, nice. Okay. Sie wird erstmal alle einlullen. Das heißt, alle sind langsamer. Nice. Dann sind wir wenigstens wieder gleich auf. Du wirst überrumpeln. Und zwar... Ja, doch diese nette Dame da oben. Nette Dame vor allen Dingen. Damit die unterbrochen ist. Er greift an, aber er greift Nora an. Das ist schon mal ganz gut. Beschleunigen alle. Dann haben wir wieder einen Vorteil. Hoffentlich greifen die nicht Nora an. Oh Gott sei Dank, ey. Beschleunigen alle. Nice. Sehr schön. Jetzt sind wir schneller und die sind langsamer. Und gleichzeitig hat unser Negativwert komplett abgenommen, oder? Ne, du heilst an dieser Stelle mal. Und zwar dich selber, bitte. Das wäre ganz praktisch. Und du versteinerst den unteren Stinky. So ein paar Buffs reingezimmert und schon geht das ganz viel besser, ne? Zack, weggeschnittelt, so. Danach ist der da oben dran, weil wir den schon ein paar Mal angegriffen haben einfach. Ich glaube, das ist eine vernünftige Argumentation. So. Und ganz kurz einsammeln hier den Kram. So. Ja, ja, guck mal, wie schnell wir sind einfach. Guck mal, wie langsam die Gegner sind. Das machen wir aber ab jetzt bei jeder Spinne. Einfach mal Debuff für die, einfach Buff für uns und gut ist. Nice, Alter, guck dir das an, Alter. Weggeschlitzt, so. Tschüss. Und tschüss. Oh, du lebst immer noch. Wir haben trotzdem genug Zeit, dich anzugreifen. Und dich sogar noch zu... Ah, nice, Alter. Das geht doch gut. 12.000 Erfahrungspunkte. Oh, hat Nora gerade 2 Stufen. Okay, gut Punkte, 27 gut Punkte, 24 gut Punkte, 25 gut Punkte und unser Robert ist auch noch Level Up und wir haben sogar einen Tourmaling gefunden und Le Spiders are away. Nice, alle Spinnenweben hier gehen futsch. Das heißt, es sind ja nur noch, entweder ist nur noch einer oder noch 2. Neue Fertigkeitspunkte, ja, da gucken wir auf jeden Fall direkt mal. Aurora, Sternlicht. Das Fette auf jeden Fall. Rubella. Ja, geht weiter in Richtung alle angreifen. Finn, Zorn der Kapalli auf jeden Fall. Das ist einfach über OP. Und Nora. Das ist natürlich sehr geschmeidig, ne? Oder versteinern alle. Das ist natürlich auch schon sehr geil. Da gehen wir mal in die Richtung. Und du machst einfach da, weil eigentlich I don't care, was du bekommst. Noch eins. Das ist der Rest. Ja, eins fehlt noch. Gut, die Netze kleben wie die Pest. Okay, alles klar. Öffnen wir die Truhe. Und da drin finden wir noch mehr Shit. Okay, noch mehr... Oh, Feuerwiderstand ist natürlich jetzt ganz praktisch, wenn wir noch nicht bei den Spinnen sind. Das wäre vielleicht ganz cool...
Ja, die wir verteidigen sowieso nie. Also geben wir die einfach mal einen Feuerwiderstand. Und die könnten wir Wasserangriff geben eigentlich, oder? Damit wir nicht so oft wechseln müssen. Wer hat denn hier Wasserangriff? Sie hat starken Wasserangriff. Sonst hat keiner Wasserangriff. Dann geben wir Rubella einfach mal eben noch einen Wasserangriff. Ja, eigentlich wollte ich nicht hier lang, aber die Mana-Punkte kann ich immer gebrauchen, gib her. Ich muss nach oben und dann muss ich nach links irgendwo bestimmt, ne? Was ist denn hier? Was ist denn hier jetzt? Ein Geheimnis? Ein Geheimnis. Sieht so aus. Da holen wir die Smaragde raus. Obwohl es ein Saphir war. Ich wollte nur einen Reim machen, weil das Spiel ja so schon reimt. Glühwurm-Elixier. So viele Elixiere, die wir bis jetzt noch nicht gebraucht haben. Ich frage mich wirklich... Oh ja, das nehme ich mit. Dankeschön. Stärke-Sternstaub. Das werden wir natürlich jetzt gleich wieder erstmal der lieben... Das geben wir, glaube ich, mal der Rubella, oder? Weil wir kämpfen eh selten mit Aurora eigentlich, weil Aurora eigentlich nichts drauf hat. Ja, das geben wir mal der Rubella. Rubella, jetzt hat die 100 Stärke, Alter. Okay. Und Rubella kann halt immer noch gleichzeitig angreifen. Bullshit, heilen. Angreifen. Oh. Eine Bekenntnis. Bekenntnis Nummer 9, die schauen wir uns auch noch mal kurz an. Der Spiegel offen, die Suche begann. Bla bla bla. Drückt auf Pause, wenn euch das interessiert. Aha, schau mal hier. Haben wir noch ein Verteidigungsgedünsel. Inventar. Wir nehmen mal ganz kurz so einen Lebenstrank für Aurora, weil wir haben 20 Millionen, 100, wir haben 1200% LP, 18, 75% MP, 1200%. Alter, wir haben viel zu viele Tränke. Das ist halt schon echt schon ein bisschen lächerlich. Lass mich gucken, was haben wir denn gerade bekommen? Oder haben wir es noch nicht bekommen? Jetzt haben wir es bekommen. Steige die Verteidigung permanent um 3. Das ist so, jetzt ist sie sogar stärker. Ne, warte mal. Stärke 38, 39. Ja, dann gibt es hier nochmal mehr Verteidigung. Weil wir eh dann meistens mit ihr kämpfen werden. Ne, hier war die Bekenntnis. Dann würde ich sagen, bleibt nur noch dieser Weg hier offen. Ja, da müssen wir nicht hinfliegen, um das zu bekommen. Dann machen wir das mal ganz kurz so. Nochmal kurz gucken, ob hier sonst noch was ist. Ah, das ist tatsächlich eine Truhe. Gegen das Vieh möchte ich eigentlich gar nicht kämpfen, deswegen öffne ich das einfach mal so. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay. Nee, aber wir müssen tatsächlich da oben weiter, weil hier sind die Spinnenweben. Das heißt, auch ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass hier die fette Spinne ist. Die Spinne! Und genau zu der wollen wir... Ne, warte mal, hier sind wir doch hergekommen. Aber hier sind die ganzen Spinnenweben. Oder geht's da hier links noch lang? Dann wird's wahrscheinlich hier lang gehen zu der Spinne. Hallo. Einfach vorbeifliegen. Interessiert die nicht. Mich auch nicht. Okay, hier geht's runter. Ah ja, guck mal, hier haben wir auch noch was. Meins. Feennektar. Wir kriegen echt viel zu viel. Ich finde es gut, dass der Inventarplatz anscheinend unendlich ist. Magieresistenz. Und da ist die letzte, der Spinnen. Gucken wir mal. Achso, da kommen wir nicht durch, bevor wir den nicht besiegt haben. Gut, dann besiegen wir die mal schnell. Dann besiegen wir die doch mal schnell. So, Überraschungsschlag. 3 Spinnen wieder. Und das Erste, was wir machen, wir werden alle anderen verlangsamen. Dann werden wir überrumpeln. Welche denn? Die ist am nächsten. Ja, gut. Wir haben aber noch Zeit, alle zu verlangsamen. Wir gehen dann auf die hintere einfach. So, die sind alle verlangsamt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Denn dann haben wir schon mal einen Vorteil. Und jetzt... Wir verteidigen mal. Wir verteidigen einfach mal. So, zack, verteidigt. Dann können die angreifen, wie die wollen. Und du verteidigst auch einfach mal. So, und jetzt wirst du aber beschleunigen alle. Unterbrochen, warum denn? Ich hab doch verteidigt. Verstehe ich nicht. Okay, du greifst einfach mal wieder die hintere an. Weil du bist echt stark. Bam, in die Fresse.
102 Schaden, Alter. Und sie ist verlangsamt. Macht nichts, denn sie beschleunigt jetzt alle. Und sie greift die Spinne an, die am nächsten vor der Ausführung steht. Ah, obwohl, das geht fit. Tempo erhöht. So muss das. So, und jetzt können wir einfach immer auf die hintere drauf bashen und müssen uns jetzt nicht mehr allzu viel Gedanken machen. Nora ist leider immer noch langsam und jetzt sind die wieder langsam. Ist übernervig. Okay, dann werden wir halt langsam gegen langsam kämpfen. Und die Spinnen nach und nach ausschalten. Obwohl ich schon gerne schneller wäre. Ja, okay, das hat geklappt. Eine Spinne, die ich angreifen kann, ist eine gute Spinne. Ich sammle mal ganz kurz hier den Krams nochmal ein. So, zack. Und dann wird die hintere überrumpelt, beziehungsweise die obere. Und dann sollten wir eigentlich auch schon recht durch sein. Ich erwarte noch einen Endgegner am Ende. Eine fette Riesenspinne. Die Spinne der Spinnen. Mit drei von denen wahrscheinlich als Begleitung. Ei, ei. Ja, mach ruhig, ey. Ich habe eh so viel Leben und so viel Verteidigung, das sucht mich eigentlich nicht im geringsten. Und selbst wenn, habe ich immer noch Heilung. Also kein Ding. Und das Vieh wird angegriffen. Das Vieh, was sich die Augen zuhält. So von wegen, ah, scheiße, Mann, Licht, ey, nie. Okay, du greifst an. Und wenn es dann noch nicht tot ist, dann greift Rubella nochmal an. Und dann haben wir sowieso safe gewonnen, würde ich sagen. Ja, safe gewonnen. Jeder kriegt noch 10.000 Erfahrungspunkte, das ist viel zu viel. Level 24, Level 28, Level 26, ganz viele Level, ganz toll. So, das habe ich auch mal eingesammelt da unten. Die Magieresistenz Sternstaub Erweiterung. Mensch, das ist ein Spinnendrache oder so. Das Herz des Berges schlägt nun klar, aber die letzte Spinne ist ganz nah. Ich glaube auch. Okay, schauen wir doch mal ganz kurz. Was können wir jetzt noch machen? Also Okuli würde ich nichts machen, aber die Fertigkeitspunkte würde ich auf jeden Fall ausgeben, bevor wir in den Finalkampf gehen. Das wäre natürlich extrem geil. Angriffskraft 19, Angriffskraft 28. Okay, das ist halt schwächer, ne? Maximale MP aber erstmal erhöht. Und für Aurora um 60% ist natürlich auch schon echt hart. Das ist halt um 50%, das ist halt um 60%. Kostet dafür aber genauso viel MP, lol. Das wäre sehr geil. Machen wir unaufhaltsam und dann unaufhaltsam für die ganze Gruppe später. Der kriegt das hier noch, ist mir egal, was der kriegt eigentlich, weil wie gesagt, Robert, der war jetzt so schwach bei dem ersten Schlag, den er letztens gemacht hat. Wenn wir den nochmal brauchen, werde ich ihn auf jeden Fall nochmal aufleveln und mich darum kümmern, dass der recht stark ist, aber vorher, ignorieren wir dich einfach mal. Wir kommen ja ganz gut klar mit dem Level, das wir gerade haben. Vor allen Dingen, wenn wir hier so gut da durchfliegen. Alles klar. Los, Spinne, zeig dich und kämpf auf drei. Wart ab, kleines Mädchen. Für dich ist's vorbei. Oh, shit. Erstmal weggeschnitzelt. So. Nora, du wirst auf jeden Fall erstmal alle Gegner einlullen und du wirst angreifen die vordere Spinne. Wir werden erst die kleinen Spinnen wegmachen und dann wird die große anvisiert. Weil ich glaube, sonst bringt das auch nicht so viel unterbrochen. Shit. Verteidigung schützt vor Unterbrechung. Das ist eine Lüge. Jetzt greift die fette Spinne an, ey. Es sei denn, wir kriegen die noch. Nee, never. Was hat die jetzt gemacht? Keine Ahnung. Egal, hurra. Doch, überrumpeln auf die vordere. 100 Schaden. Gelähmt. Oh, nice. Nice, Alanora, du bist beste Leben, bist du doch. Okay, welche Spinne greifst du jetzt an? Du greifst jetzt die obere an. Schaffen wir das noch zeitlich? Nein. Ah, shit. Und jetzt ist sogar noch verlangsamt. Die Kackspinnen, Alter, immer mit ihrer blöden Verlangsamung. Das ist so nervig. Und jetzt ist sie sogar nicht mehr geblockt. Dann wollen wir sie mal wieder. Nora muss die verlangsamen, sonst haben wir keine Chance. Okay, verlangsame, bitte. Einlullen alle. Ausgewichen, gut. Okay. Oh, komm schon.
Pilze greifen nicht nur. Och nein, alle greifen beide an. Scheißdreck. Ach Gott, verdammte Scheiße. Okay, du greifst das Vieh an, weil du bist übelst schnell im Unterbrechen. Die eine Spinne ist schon tot. Das ist sehr gut. Du greifst auch die untere Spinne wieder an. Weil die müssen wir ja weg haben. Wir sollten uns vielleicht gleich mal ein bisschen heilen. Du unterbrichst auf jeden Fall die große Spinne, einfach weil. Unterbrechen ist immer gut, gerade bei so einer. Ja, wahrscheinlich erhöhst du einfach mal das Tempo um 50 Millionen. Du bist trotzdem schneller beim Unterbrechen und bitte lulle doch jetzt mal langsam alle ein. Das wäre echt sehr nett von dir. Bitte greif nicht wieder. Och, greif mich doch am Arsch. Und die obere ist auch ausgewichen. Okay. Okay, ich glaube, ich werde erstmal nur die untere angreifen. Rubella hätte es vielleicht noch geschafft, die große zu unterbrechen. Da war ich echt doof gerade. Greif natürlich nur Nora an, das ist gar kein Problem. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Du wirst auf jeden Fall erstmal die liebe Nora heilen, weil die ist nicht so gut dabei. Und Nora, du wirst erstmal das Vieh einlullen. Ja, erstmal Heilung, Nora ist wieder gut dabei. Und du wirst erstmal langsamer, du Sack. So. Ist immer noch so schnell. Und erhöht ihr Tempo. Und lähmt auch noch die Rubella. Blöd gelaufen. Okay, dann wirst du uns alle beschleunigen. Okay, das nimmt nicht den negativen Effekt von ihm runter. Dann unaufhaltsam für mich. Jetzt bin ich für ein paar Runden unaufhaltsam. Gegengift. Und du wirst einfach nur überrumpeln. Du hingegen wirst... Nein, nicht dich selber beschleunigen. Ach, scheiße. Da habe ich zu schnell auf Ja geklickt. Yeah, jetzt ist der Tempel doppelt so schnell. Okay, dann wirst du... Du hast keine Magie mehr. Okay, ja gut, dann hau einfach drauf. Haut einfach alle drauf. So viel Leben kann die Spinne nicht mehr haben. Auch wenn ich jetzt nicht so viel Schaden mache, wie ich gerne wollen würde. Wir können die ja immer wieder unterbrechen. Konterunterbrechung, das ist natürlich nicht geil. Aber weißt du was, du nimmst mal einen Trank, du nimmst mal 75 MP wieder zurück. Und du greifst einfach mal an. Ich muss alle schneller machen, sonst macht es keinen Sinn. Sonst sind wir viel zu langsam. Dann können wir vielleicht... Oh, scheiße. Ja, genau. Und jetzt beschleunigen, aber diesmal die richtige. Dann haben wir eine Chance, die jedes Mal zu unterbrechen. Obwohl die mit ihren Angriffen teilweise auch echt scheiße schnell ist, ne? So, du wirst den einlullen und dich danach wieder beschleunigen. So, sie ist jetzt auch noch verlangsamt. Nice, Rubella greift an. Unterbrochen, Konter, Unterbrechung, macht sich natürlich wieder schnell. Das heißt, einlullen bei ihr macht wenig Sinn, aber Beschleunigung bei uns macht sehr viel Sinn. Weil wir sie dann halt trotzdem immer noch unterbrechen können. Und dann bashen wir einfach drauf. Weil wirklich einen Schwachpunkt haben die ganzen Spinnen ja nicht. Das haben wir ja herausgefunden. Die haben ja irgendwie... Naja, ihr wisst schon, nicht so viele Schwachpunkte. So, jetzt wird es zwar lange dauern, aber wir sind schnell. Ja, blöd gelaufen, das Rubella. Ah, doch. Nice. Schafft sie noch. Die Frage ist echt, wie viel Leben hat das Vieh eigentlich? Weil anscheinend sehr viel... Aber sie kommt jetzt sowieso fast ganz selten nur noch zum Zug. Gerade wenn den ganzen Überrumpeln, Unterbrechen und so weiter und so fort. Jetzt sind wir beide aber wieder langsam und die ist immer noch schnell. Unterbrochen. Gut, dann werden wir dich mal unterbrechen, wie eklig das Vieh ist. Und werden... Ach, wir haben gar keinen Mana mehr. Okay, vielleicht tauschen wir dich sogar mal aus. Tauschen wir dich mal gegen Finn aus. Mal gucken, ob Finn hier irgendwas reißen kann, weil der hat ja jetzt noch mehr Magie. Machen wir mal ein Lauffeuer. Mal gucken, ob vielleicht doch irgendeiner der Magiepunkte was Heftiges bringt. Ach ja, komm schon. Greif nicht Finn an. Danke.
Drohnen unterbrochen und ausgewichen. Doch nicht so sehr unterbrochen. Jetzt hat sie Finn doch unterbrochen und Finn ist immer noch gelähmt. Das ist nicht gut. Oh shit, ich sollte Rubella vielleicht mal heilen, fällt mir gerade auf. Scheißdreck. Okay, du nimmst einen Trank, nimmst ein Heiltonikum und zwar ein starkes und gibst das einfach mal der Rubella. Ich will nicht, dass sie hier mir abkratzt, weil ich zu blöd war, aufzupassen. Das wäre blöd. Du greifst an. Und Finn macht dann wirklich mal Feuer, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Feuer gegen Spinnen nichts hilft. Guck mal, wie groß das Nope ist. Nope. Feuer! Boah. 151. Besser als alles andere, muss man jetzt auch mal sagen. Besser als die 30 von Rubella die ganze Zeit. Aber das Vieh ist halt echt stark, ne? Aber irgendwie bringt alles andere auch nichts. Pass auf, dann wirst du dich mal ganz kurz verteidigen. Einfach weil die uns eh angreift. Na, gar nicht mal, okay. Zack, überrumpeln. Und machen wir wieder Feuer. Das macht 150 Schaden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben das Vieh hat. Aber wir werden das demnächst, glaube ich, töten. Wieder 150 Schaden. Nice. Und wieder Schaden. Leider nicht unterbrochen. Dafür hat es dann doch nicht gereicht. Ja gut, Finn, Alter. Ach, komm, spielen wir mal auf Risiko, Alter. Doof gelaufen. Gut, Rubella, du wirst auf jeden Fall den lieben Finn heilen. Die hat auch noch genug Mana. Und jetzt greift Finn einfach mit dem Schlag an. Das war doof. 13. Wie schwach Finn einfach ist, Alter. So, hallo, ich bin Finn. Bum. Schmeißt ein Klopapier, eine leere Klopapierrolle auf den Gegner. Stirb! Okay. Konsum. Und angreifen einfach. Ja. Yeah. 150 Schaden bitte. Sogar 151. Yeah. Okay. Das Vieh sammelt wieder Kraft. Das ist nicht so gut. Dann werden wir, glaube ich, sogar mit Finn den ganz normalen Schlag benutzen. Damit wir sie einfach unterbrechen. Ja, ist, glaube ich, wichtiger als jetzt erstmal. Obwohl die jetzt wieder schneller ist. Ja, ich wüsste aber auch nicht, wen man denn hier austauschen soll. Vielleicht wirklich Aurora und die macht halt bei dieser fetten Spinne, weil die halt die Dunkelspinne ist. Ja, weißt du, was wir machen? Wir nehmen mal Aurora und packen sie bei Rubella rein. Wir haben so viele Heil-Items, da kommen wir schon mal ohne Heile aus. Und dann machen wir mal einen Lichtstrahl. Vielleicht bringt das ja ordentlich was. War das jetzt eine dunkle Kreatur? Ja, okay, nevermind. War sowieso fast tot, hey! Ach, Gott sei Dank, ey. Wir hätten das zwar noch mega lang überlebt, aber der Kampf hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben da fertig Spinnen besiegt. Kann das sein, dass sie mehr Fertigkeitspunkte bekommen? Oder ist der gerade nur zwei Level Ausweichsternstaub? Cool. Und da haben wir das Herz. Magnas Blut fließt wieder ganz befreit und hoffentlich für lange Zeit. Und jetzt kommen wir zurück und haben das Gold, du Sack. Bolmuth Popili, hört her. Populi, Magnas Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet habe ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen befreit von der Königin Gefahr. Prinzessin Aurora, bitteschön, der Herr. Ich danke euch im Namen, in der Bolmus Namen, Aurora. Jetzt mit frischem Kapital in der Hand. Erschallt unser Marktruf wieder in der goldenen Ebenen von Lemuria. Du bist so gut. Das macht mir Mut. Dein Handeln war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Ah. Robert, die Beförderung hast du sicher. Yeah. Was war das für ein Gekicher? Margaret. Deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Dein Lächeln ist so schön wie Wertpapier. Magna ist gesunken, die Kammer frei. Alles für eine Pfote, die Kleine. Schönste Margaret. Willst du werden die meine? Ich bin weder Schmarkstaat noch Spekulant. Robert, was willst du nur mit meiner Hand? Margaret, warte, mein Herz. Oh, oh, fort ist sie, brennend der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert diese Flöte dein Los.
Welch liebliche Melodie. Aber ihr Verlust verwinde ich nie. Leb wohl, mein Freund. Wir brechen, sagt ja sie, wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Bobos Populi danken euch und werden euch vergelten. In diesem oder in anderen Welten. Sprich mit Magna unter der Stadt der Populi, sonst erreichst du den Tempel in der Höhe nie. Okay, kommst du mit uns? Oder, ach, wenn Liebe sich nur wie die Märkte verhielte. Ich weiß, die Angelegenheit ist recht heikel. Doch Vater seinem Bankier oft übel mitspiel, weißt, wenn Monsieur Moustache Anlagen Verluste gebracht. Sicher, der Markt kann unvorhersehbar sein, wird ein Geschäft nie gründlich bedacht. Wartet, Monsieur Moustache, war sein Name? Nenn ihn nicht so, er ist leicht aufgebracht. Um den ganzen Kopf kräuselt sich ein gewaltiger Bart, und an der Promenade hat er dabei nie gespart. Deshalb nannte Vater und ich ihn derart. Komm. Okay, alles klar. Also werden wir jetzt ohne Robert weiterziehen wahrscheinlich. Gut, dass ich den noch nicht irgendwie hart aufgelevelt habe. Ich habe nur Angst, dass Rubella unsere Gruppe irgendwann verlässt, weil sie halt beim Zirkus wieder ist, ne? Wo ist denn die blöde Margaret, die Kuh, ey? Die weiß echt nicht, was sie an ihm hat, ey. Wirklich. Robert ist ein super Mann, ja? Robert ist super! Okay, wir haben ja alles erkundet, schätze ich mal. Da gehe ich mal von aus. Und deswegen werden wir jetzt mit dem Stinky sprechen. Was geht ab? Wie steht's? Wie steht's um dein Gemüt? Verehrt, ich fühle mich jung und gut. Mein Herz schlägt endlich wieder rein. Frei war Rambert ohne Pein. Doch in den Himmel hebe ich euch hoch. Aber dann... Die Kleine auf meine kalte Schulter müssen endlich wieder Handel treiben. Der Controller vibriert. Voll riesig, Alter. Und man sieht so richtig schön, wie er die Stadt halt auf dem Rücken hat. Wie cool. Hab Dank, Magna, für die tolle Reise. So hoch im Himmel war ich noch nie. Robert, viel Glück bei all deinen Geschäften. Warte, Aurora, ich bin mit von der Partie. Gelingt's mir, neue Märkte zu gewinnen, werde ich doch noch an Margarets Herz erringen. Willkommen in unserer Truppe. Ich erahne Bankrott für die ganze Gruppe. Nora, Alter, die ist übelst die Rassistin, kann das sein? Kapitel 7, der Herzog und die Herzogin. Hinauf zum Tempel des Mondes, ja, da wollen wir hin. Ah, Punkte. Klump, 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 klump. Ich schätze... Nein? Okay, falsch geschätzt. Aurora kann ja fliegen. Warum ist sie nicht einfach hier hoch geflogen? Gut. Das sieht aus, als käme man da rein. Ja. In der Tat. Kommt man. So. Das hier öffnen wir. Ungeschliffener Taumalin. Das sieht auch aus, käme man auch da rein. Ah, der Pfeil, Alter. Okay, nur zwei Ja, komm, Alter, jetzt wollt ihr mich aber verarschen. Ja, komm, was ist denn das denn hier für eine Gegnerparade, ey, wirklich. Seit wann können die leben? Okay. Monsum. Ich meine natürlich Blitzschlag. Nein, bitte nicht auf Finn. Bitte nicht auf... nice. Ich wollte nur, dass Finn angreifen kann. Yeah. Okay, du greifst den an. Schlitz. Feuerresistent. Ups. Okay. Der macht aber gut Schaden an allen mit dem Blitzschlag alle, ne? Sehr lang. Ja gut, so lang war das jetzt auch wieder, ne? Den zur Not kann sie... Wird sie den noch aufhalten, damit er seine Attacke auf jeden Fall durchsetzt. Körperlicher Angriff. Ja, nur solange es nur auf Aurora ist, ist es egal, damit Finn seinen Blitzschlag macht. Mit 150 auf alle. Und umgeschlitzt. Beide umgeschlitzt. Nice. Hier noch ein bisschen Magiepunkte tanken. Level 26, nice. Objekt gefunden. Ja, Robert levelt dich gleich auf. Ich liebe den Bogen und den Flug der Pfeile. Ich freue mich, euch Seite an Seite zu streiten. Gleichfalls seid ihr aus dem vorbeireisenden Zirkus. Seht, dunkle Kreatur in den Zirkus muss schmachten. Du meinst warten. Auf was hat sie jetzt warten gereimt? Ich habe das Gefühl, die wollen die halt immer... Ja, komm, Alter. Immer die ganzen Steine, ey. Okay.
Nope. Ich habe das Gefühl, wir sollten gleich auf jeden Fall nochmal wieder ein bisschen leveln. Oh, hier ist eine Kiste. Aber die kann ich nicht öffnen. Oh, da unten ist eine Kiste. Die kann ich öffnen. Da möchte ich auf jeden Fall reingucken. In... Hallo, darf ich... Dankeschön. In diese Kiste reingucken. Zaubertrank. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Wir werden wahrscheinlich nie alle Kisten finden in diesem Spiel. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Am Anfang wollte ich ja noch alle Kisten finden. Ich will auch immer noch so viele Kisten wie möglich finden. Aber ich werde nicht stundenlang hier umherhören, um alle Kisten zu finden. Das mache ich vielleicht mal in einem anderen Spiel, dass wir das 100% spielen. Aber nicht Child of Light. Weil ganz ehrlich, das, was in den Kisten ist, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Menge Zeug wartet, warf der Zirkus über. Wir nähern uns sicher seinem Aufenthaltsort. Oh, wir kommen in die Nähe vom Zirkus. Ja, das wäre natürlich extrem cool, wenn wir dann Auroras Quest erfüllt hätten. Nope. Einfach mal ignorieren, der Typi. Okay, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir können auch nur noch hoch. Hopp. Oh, Alter. Der Wind ist natürlich echt hart. Ein ungeschliffener Smaragd. Das ist gut für uns. Kommen wir... Oh. Gift. Geschliffener Saphir, Alter. Nice. Wir bekommen hier immer besseres Zeug. Und ich habe das Gefühl, bald sage ich meinen Freunden Adieu. Du willst uns wirklich verlassen? Was ist mit der Dame? Tiefen die... Was? Okay, greifen wir erstmal den an. Und schauen, ob wir den gut down kriegen. Okay, drei Gegner. Zwei davon... Nee, alle drei davon kennen wir. Wir wissen, dass der obere Typi zuerst sterben muss, weil er halt andere Gegner gerne mal wiederbelebt. Und wir wissen auch, dass er gegen Wasser anfängt. Ich weiß gar nicht, ob Aurora, was Aurora jetzt für einen Stein drauf hat. Ich glaube noch Feuer, oder? Ja. Ja gut. Feuer gegen Feuer bringt nicht so viel. Dann werden wir Aurora mal... Aurora kriegt hart aufs Maul. Dann werden wir Aurora mal ganz kurz auswechseln gegen Rubella. Weil dann haben wir eine Heilerin und das ist an sich immer eine ganz gute Kombo. Heilerin und Magier. Das passt ganz gut. Dann werden wir das Vieh angreifen. Ausgewichen, yay! Die machen aber auch schon echt viel Schaden, die Gegner. Das muss man denen lassen. Also die sind gut dabei. Okay, sie überrumpelt den unteren, damit er... Ich wollte eigentlich sagen, damit er unseren Findig unterbricht, was er sowieso nicht getan hat, aber einfach so machen wir das trotzdem. Das Nizus ist bald leer, deswegen... Verwundbar durch Wasser. Wie viel fucking... hat er denn noch? Okay, den oberen werde ich nicht mehr unterbrochen bekommen. Ja, vielleicht hätte ich ihn doch noch unterbrochen bekommen, aber... Wichtiger ist mir jetzt gerade erstmal... Der Feuerelementar, der schon tot ist. Stimmt, Rubella hat ja noch das Wasserdings drin. Genau. Okay. Gegen was bist du denn? Monsieur. Er sieht nach Stein aus, deswegen würde ich einfach schätzen, dass er gegen Wasser. Aber Feuer, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch Erde. Oder gar nichts. Aber gucken wir jetzt, ob er Wasser ist. Nee, Wasser gar nicht. Also wenn, dann Feuer. Oder wenn, dann Magie vielleicht. Ja, wenn, dann Magie, glaube ich. Oh Gott, Stoß. Ja, war ja... Ja, okay. Zurückgesetzt? Ja, vielen Dank auch. Sack. Greif bitte Lauffeuer. Lagerfeuer. Setzt euch ans Lauffeuer. Sind das Lauffeuer? Okay, der ist tot. Bleibt nur noch der Letzte. Also, mit den Kämpfen kommen wir mittlerweile echt ganz gut klar. Also ohne Probleme. Auch die Bosskämpfe sind zwar dann ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn man noch ein bisschen cleverer vorgeht, dann läuft es eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas in den Kämpfen hart übersehe, aber ich glaube, ich stelle mich da gar nicht mal so schlecht an in den Kämpfen. So, verheerend, nice! Natürlich könnte man dann mehr rausholen, indem man die Okuli sich da ganz lange reinfuchst, aber ja, es geht so auch. So, da wollten wir ja in die Richtung gehen, überrumpeln alle, nice. Unser Finny-Line macht das jetzt erstmal zu Ende. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal den Weg, weil da unten das Feuer für alle ist. Da links haben wir aber das Wasser für alle. Aber hier haben wir auch den fetten Schlag. Gut, dann gehen wir da mal in die Richtung. Unsere liebe Nora. Was kriegt die denn? Einlullen? Das fette Einlullen? Oder wollen wir kritische Trefferaufwertung und Verteidigen erhöhen, um dann unaufhaltsam für alle zu machen?
Ich glaube, das ist der bessere Weg. Upfala, für Nora haben wir noch 2 Punkte. Für Robert haben wir den Pfeil abschießen und das... Robert ist halt nicht stark, ne? Obwohl ich schon gerne mal wieder ein bisschen... Ja, das ist halt das Tor hier. Dann haben wir hier das. Nice. Geschliffener Smaragd. Ja, da können wir auf jeden Fall später nochmal gucken, was es da alles gibt. Ich finde die Stadt aber echt schön. Und schon wieder ein geschliffenes Smaragd. Oh, ein Zirkus. Hier mit Tamtam und Gebimmel. Was ließen die zurück hier oben im Himmel? Oh, da ist jemand. Den kennt bestimmt die Rubella. Hey, was ist da los? Trauriger Narr, was ist los? Warum weinst du bloß? Tristis. Tristis, doch Tristis ist richtig. Um das verlorene Licht, den ewigen Schrecken, die leeren Räume, die Toten bedecken, das leere Volk, in dem die Lebenden stecken, das Ende des Zirkus lässt mich verrecken. Um den alten Mann, der kaum mehr kann gehen, das junge Kind, das noch nicht richtig kann stehen, um euch und um mich. Darum weine ich. Siehst du diesen Unrat dort drüben nicht? Entlassen hat der Zirkus mich. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum? Weil sie mich nicht lustig fanden, darum. Meine Schwestern zu holen, hatte ich gedacht. Stattdessen fällt mein Vorhang in dieser Nacht. Halt! Tristis! Ich bin hier! Rubella, sehen meine Augen richtig? Tristis, komm, vergiss den Zirkus. Aber für unsere Träume ist er wichtig. Ich als gefeierter Komödiant und du als Lemurias beste Stimme. Die kleine Dame hier, Aurora, führte mich auf ein sehr großes Abenteuer, ohne sehr. Mal ehrlich, als Narren sind wir zu nichts gut. Aber als Krieger verkaufen wir uns... teuer? Alter, der ist genauso! Der ist genauso, Mann! Du, Mann, ey! Guck doch mal rein hier! Wir schlagen das Dunkel. Mit unserer Akrobatik, Gelegenheit und heilender Kraft. Gelenkigkeit, Gelegenheit. Sorry. Wird es ruckzuck abgestraft. Nun denn, Aurora, du kannst auf uns zählen. Warum reimen die denn nicht? Tristis hat sich der Gruppe angeschlossen. Hurra, Rubella in Not. Ja, wir haben auch die Aufgabe erfüllt. Cool. Tristis. Yeah. Okay, der ist aus dem Tristis. Ultimativer Schutz. Yeah. Ein anvisierter Verbündeter erleidet 5 Lungen nach 50% weg. Nice, oder? Der hat auch überrumpeln. Ist das auch ein Heiler, oder? Das ist auch ein Heiler, oder? Nee. Der ist Buffer. Und was für einer. Okay, dann schauen wir mal, was Tristis so alles kann. Langzauber verlängert die Dauer jedes Zaubers um eine Runde. Wenn wir das haben, 2 Runden einfach nur passiv, und dann haben wir hier unaufhaltsam, Teil 2 oder so. 5 Runden, also 7 Runden lang, 20% weniger Körper. Das ist schon geil, Alter. Dann werden wir erstmal hier hingehen. Was hat er hier für Zauber? Eile. 4 Runden lang. Und dann haben wir einfach 5 Runden lang Eile. Nice. Okay. Okay, dann haben wir noch den hier. Ich weiß, wir sollten mal die Okuli gucken. Ist das Okuli immer so? Ich weiß nicht. Okay, schauen wir dann mal bei... Wir haben einen funkelnden Smaragd. Wir haben einen funkelnden Saphir. Egal. Schauen wir erstmal, was Tristis haben könnte. Ich finde, eine LP-Aufwertung ist schon mal gar kein schlechter Ansatz. Deswegen werden wir einen Rubin dafür herstellen. Vielleicht lassen wir ihm dann, geben wir ihm dann Erdangriff. Dann stellen wir auch nochmal so ein fettes Gedünsel damit her. So. Und dann schauen wir mal. Tristis, wo haben wir dich? Da. Ne, doch, Erdangriff wollen wir machen, ne? Erdangriff. Nahkampf Blitzschaden zu. Stark bei Wasser. Ja, das ist doch cool. Und da werden wir dann mal ganz kurz die LP-Aufwertung reinziehen. 12% Max LP. Plus 12 Max LP, nicht 12%. Und Wasserwiderstand. Dann ist er gut gegen Wasser. Dann macht er mehr Schaden bei Wasser. Ah ja, schau mal hier. Beschleunigungselixier 3-mal. Das werden wir niemals benutzen. Vielleicht auch. Ja, schön. Da haben wir mit Rubella jetzt endlich die Quest erfüllt, die wir am Anfang bekommen. Das heißt, wir haben jetzt keine offene Nebenquest mehr. Aber ich glaube, da müssen wir nicht lange warten, um die nächsten Nebenquests zu finden. Machen wir das hier auf. Und fliegen weiter nach... Oh, nee.
Hallo. Aua, ja, tue ich mir dann immer ordentlich weh. Nice, sehr gut gemacht. Und dann greifen wir den an. Vielleicht kriegen wir das ja noch vorher. Oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich einen Bug ausgelöst habe. Nö. Okay, das Spiel läuft. Okay, was machen wir denn da? Der ist effektiv gegen Wasser. Also, der ist effektiv gegen Wasser, der ist blöd gegen Wasser. So, überrumpeln alle. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren einfach. Der ist ja nicht effektiv verwundbar gegenüber... Ja, doch, verwundbar durch Wasser, so rum. Eigentlich ist es aber immer noch nicht das, was ich eigentlich sagen will. Der ist... keine Ahnung. Aber wie heißt das denn? Jetzt komme ich gerade wirklich nicht drauf. Der ist gegen Wasser. Schwach gegen Wasser. Genau, schwach. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Okay, dann hauen wir den mal kaputt. Ich glaube, ein Monsoon noch dürfte ausreichen. Oder so, muss man vielleicht nochmal drauf mit Rubella? Nee. Das habe ich dann tatsächlich gar nicht mal so scheiße abgeschätzt. Der ist stark gegen Wasser, das heißt, er ist Blitz. Nee, das heißt, er ist... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann gegen Blitz, verwundbar. Durch über... Schwach gegen Blitz. So, meine Fresse. Ist doch nicht so schwierig. Okay. Okay, vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen mitnehmen. Boah, Alter. Aber okay, dann greifen wir die zuerst an demnächst, weil die halt sehr schwach dagegen sind. Und Level Up für Finn und Magieresistenz. Alter, der hat einfach 150 Magieresistenz, meine Herren, ey. Okay. Und da haben wir noch was gefunden. Hey, Schlummerlicht, bist du ein Geist? Ich bin Fiedel und warm. Bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach, du liebe Zeit. Das ist voll die Heulsuse. Okay, naja. Rubellas Bruder ist eine Heulsuse. Oh, hier ist noch eine Truhe. Die hätte ich ja fast übersehen. Okay, dann gehen wir nochmal rechts lang und dann nach oben, glaube ich, oder? Ah, guck mal, das ist jetzt schon gelohnt für ein Verteidigungs-Addon. Dann schauen wir ganz kurz. Wir müssen das erstmal... Dankeschön. So, jetzt haben wir es auch bekommen. Verteidigungs-Addon, wem geben wir das denn? Verteidigung... Finn mal, der hat gar keine Verteidigung. Und Magieresistenz, das geben wir mit Sicherheit nicht Finn, weil Finn hat 160 Magieresistenz. Und der 166, Alter, was ist denn los mit den Leuten? Gehen wir vielleicht mal doch dem Robert. Und dann haben wir hier noch Ausweichen. 15% Ausweichen. 21%, meine Herren, Alter. Der hat auch eine übelste kritische Trefferwertung. Okay, pass auf, wir werden bestimmt mit Robert spielen. Das wollte ich ja sowieso noch. Also ich habe ja gesagt, ich mag ihn zwar nicht so gerne. Also vom Charakter her schon. Cooler Typ. Aber er ist halt ein bisschen schwach. Vielleicht habe ich ihn aber auch zu wenig benutzt. Vielleicht ist er halt wirklich so der typische Archer. Und einfach nur darauf, kritische Treffer zu machen. Durchaus möglich, durchaus möglich. Glaube ich sogar dran. Dann werden wir den mal so ein bisschen spielen. Ein bisschen länger. Oh, ist das schön. Komm doch her, abscheuliches Tier. Wir haben keine Angst vor dir. Oh, Bosskampf, hey. Oh, yo, Alter. Wahrscheinlich. Gut, ich war gerade am Überlegen, ob wir vielleicht den Part für jetzt beenden wollen. Aber, Rubella lassen wir drin. Finn wechseln wir aus zu Aurora, denn da sind Schattenkreaturen. Und Aurora ist ziemlich stark gegen Schattenkreaturen. Lichtstrahl, wir haben noch nicht Lichtstrahl alle, ne? Das heißt... Sternenlicht auf das Vieh. Hoffentlich schaffen wir das noch. Ja, sie greift Aurora an. Das ist schön. Sternenlicht. Yeah. Verwundbar durch... Wusste ich es doch. Wusste ich es. Ich wusste es. Boah, Alter, die greifen aber auch schon ordentlich an. So, nur nicht den Verstand verlieren. Alles gut, alles gut, alles gut. Du greifst den an, damit der unterbrochen wird. Muss ja nicht angreifen, der nette Herr. Jetzt greifen die alle natürlich an. Dann verteidigen wir mal an dieser Stelle. Handeln, verteidigen. Weil, dass sie von drei Leuten nicht angegriffen wird, ist halt echt schon sehr unwahrscheinlich eigentlich. Siehst du, sie wäre schon vom Vogel angegriffen worden. Schon wieder ausge... Die reicht echt gut aus. Und jetzt hat sie verteidigt, weil die gepanzert ist. Das lief doch ganz gut. So, überrumpeln alle. Mach einfach mal. Und du wirst deinen Lichtstrahl abfeuern auf den oberen Stinky. Auch wenn du echt lange brauchst. Okay, überrumpeln ist halt mehr so der... Ich kann euch unterbrechen.
222 ist jetzt nicht unglaublich viel stärker als das andere Licht. Deswegen werden wir das andere Licht benutzen. Handeln. Über normales Überrumpeln. Sie ist halt eher so die Heilerin. Die brauchen wir halt auch. Aber wir haben auch genug Heiltränke eigentlich. Deswegen brauchen wir Rubella hier eigentlich nicht. Vor allen Dingen, weil die jetzt gerade echt nicht so stark ist. Und ich glaube, Blitz würde gegen den Greifen auch ordentlich helfen. Warum ist der Greifen überhaupt auf der Seite des Gegners? Ich mag Greifen eigentlich. Stopp. Okay. Dann tauschen wir dich mal ganz kurz aus. Gegen Robert. Wollen wir den in den Bosskampf ausprobieren? Ich weiß es nicht. Probieren wir ihn wann anders aus, nicht im Bosskampf. Finn, so, dir vertraue ich. Blitzschlag auf den Greifen. Weil ich glaube, dass der Greif durchaus gegen Blitz schwach ist. So. Und Verbrechen tun wir ihn auch noch, das ist schön. Weil unser Finn etwas stärker. Nicht? Oh, shit. Okay, gegen was ist der Greif dann? Oh, ich bräuchte so einen Typ mit einer Analysefähigkeit, dass wir gucken können, okay, gegen was ist denn der Typ jetzt genau immun, gegen was ist er anfällig? Okay, noch geht's vom Leben her. Und selbst wenn, wir haben Wiederbelebungsschritt. Aurora sollte trotzdem nicht sterben, habe ich so das Gefühl. Greifen wir die dunklen Kreaturen wieder an und dann wechseln wir dich aus gegen Nora. Dann kämpfen die Schwestern mit. Und Nora kann unsere Gruppe dann buffen. Also erstmal die ganzen Gegner debuffen. Die obere wird jetzt... Oh, nice, Alter. Die ist tot. Und sie wird jetzt alle Gegner erstmal debuffen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Und dann wirst du danach, wirst du uns alle buffen. Gegenangriff, cool. Nur 8. Okay, du musst einen Trank geben. Ein starkes Heiltunikum. Und zwar auf Aurora. Sehr gut. Und dann wirst du uns alle beschleunigen. Und du wirst wieder Sternlicht einsetzen. Nicht auf den Greifen, sondern auf die. Auf den zweiten Schatten. Ich clear immer gern die Viechis, bevor ich den Boss clear. Es sei denn, der Boss halt irgendwie ein Wiederbelebungsgedöns. Scheint aber aktuell nicht der Fall zu sein. Du wirst den Boss jetzt erstmal unterbrechen, wollte ich gerade sagen. Ist nicht so gekommen, wie ich es gern hätte. Oh, da hinten ist ein Gedönsel. Ah, stimmt, im Bosskampf haben wir ja immer mehr davon, ne? Hm? Okay, Sternenlicht auf Madame. Und du wirst... Wir sind noch stark, die sind noch schwach, dann wirst du jetzt einfach auf den Greifen gehen. In der Hoffnung, dass du ihn vielleicht versteinern kannst. Zack, verwundbar durch Licht und unterbrochen. Nice, gelähmt. Sehr cool. Und dann wirst du jetzt auf das Vieh gehen. Und... Oh, kacke, sie hat nichts mehr. Gut, dann muss sie mal ganz kurz einen Trank einwerfen. Wo hat sie denn... Ne, das sind die Fail-Nektar. Zaubertrank. Ja. Reicht. Einfach in die schnitzelt. Guck mal, wir brauchen doch Tränke. Aber jetzt eigentlich nur wegen Convenient und nicht wegen... Okay, wir brauchen jetzt Tränke. So, du greifst wieder den Geist an, weil der kurz vor der Attacke steht. Und da der Geist dann unterbrochen ist, greifst du den Geist ebenfalls an. Und sogar gelähmt. Crank. Und da hat das Spiel sogar ganz kurz geleckt, meine Herren. Yeah. Verwundbar durch Licht. Ah, warte mal. Greif an. Greif. Und du versuchst wieder den Greif zu versteinern. Vielleicht schaffen wir das ja sogar wieder. Ah ja, nice. Und nein! Du wirst Sternenlicht auf das Vieh machen und du greifst das Vieh einfach so an. Vielleicht bist du ja sogar noch... Ja, okay. Ja, Aurora jetzt auch geschafft, aber einfach nur, weil safe. Und das ist tot. So, jetzt ist nur noch der Greif am Leben. Den wir einfach angreifen werden. 79 Schaden ist aber nicht das meiste, ne? Macht Sternlicht Schaden bei dir? Ich gehe mal nicht davon aus, weil eine Greif ist doch eigentlich keine dunkle Kreatur, oder? Ne, gar nicht. So, gut, dann werden wir... Content-Unterbrechung, schön. Dann werden wir Aurora jetzt auf jeden Fall auswechseln. Tristis? Ne. Robert? Ne. Vielleicht hat Finn ja doch was Besseres. Versuchen wir mal Feuer. Könnte ja alles sein. Ich finde es nur komisch, dass Finn jetzt ebenfalls verlangsamt wurde.
Nee, Feuer ist es nicht, Blitz ist es nicht. Vielleicht Wasser. Oder vielleicht gar nichts. Kann auch sein. Wenn gar nichts, dann muss ich auf jeden Fall, dann werde ich vielleicht wieder Rubella sogar rausholen. Obwohl Rubella ist ja auch eigentlich echt sehr schwach, ne? Okay, hier haben wir wieder eine Pflanze. Ja, Blitz hatten wir schon. Bleibt nur noch Wasser über. Oder unterbrochen zu werden, das geht natürlich auch. Ja, ich riskiere es einfach mal, dass Finn stirbt. Ich riskiere es einfach mal. Finn, versuch nochmal Wasser, bitte. Ne. Gut, wir werden Finn wieder auswechseln müssen. Da hinten ist noch Stuff. Ja, Finn werden wir auf jeden Fall auswechseln müssen. Die wurden alle an den Anfang gesetzt. Kann das? Und Finn, du wirst ausgewechselt. Ja, nehmen wir mal Robert. Gucken wir mal, ob der vielleicht mit kritischen Treffern irgendwas reißen kann. Pfeil abschießen. Pfeil, Hagel. Pfeil, Regen greift alle an, ne? Behindern. Antidot ist natürlich... Das ist natürlich geil, eigentlich. Dann nehmen wir mal ihr den Verlangsamungseffekt. Guck mal, dann ist sie direkt nicht mehr verlangsamt. Das ist schon mal geil. Und dann greifen wir trotzdem weiter an. Und er ist nur Level 26, ne? Das ist halt auch... Aber wir werden wahrscheinlich sehr viel Erfahrung bekommen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass hier jetzt noch ein Bosskampf kommt. Direkt nach dem letzten Bosskampf. Dann werden wir einfach mal sagen, okay. Doppeltreffer. Schauen wir mal, was das macht, ne? Zack! 61. Ja, doch. Aber für eine fette Attacke war das natürlich jetzt nichts, ne? Oh, da drüben. Nice! Oh, ich hab gar nicht, ich hab nur auf das Ding geachtet. Oh, direkt 3 Level hoch, oder was? 27 und ein Fertigkeitspunkt und ganz viel Zeug. Schön, 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 schön. 28 und ganz viel Zeug wurde aufgewertet, meine Herren. Ah, 2 Level direkt. 10 Verteidigung, Alter. Ein Level für Finn. Ein Level für Robert. Und den Temposternshop haben wir gefunden. Meine Herren, zum Tempel des Mondes gehen wir aber erst im nächsten Part von Let's Play Child of Light. Ich hoffe, es hat euch die Mega-Folge gefallen. Die nächste wird, wie gesagt, wieder so lang. Dauert aber noch ein bisschen, bis die dann kommt. Wir werden Child of Light auf jeden Fall durchspielen auf diesem Kanal. Ich werde keine Projekte mehr abbrechen. Das habe ich mir vorgenommen für diesen Kanal. Und deswegen mache ich auch jetzt immer so lange Folgen. Habe ich ja schon erwähnt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr dem ganzen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns in der nächsten Überfolge von Let's Play Child of Light. Tschüss Leute, bis dann.